einen Assassinen müssen wir noch befreien. Und uns stehen ein paar Wachen im Weg. Und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed aus der Ego-Perspektive. Ob Dishonored wohl in Third Person geiler wäre? Weiß nicht, kann ich schwer einschätzen. Also nicht, dass es schlecht ist, aber um Gottes Willen, ist ja ein cooles Spiel. Aber ob es halt geiler wäre, ne? Oh, du bist aber ganz schön mutig. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, totalen Schwachsinn gerade gemacht. Ja, könnte sein. Überhaupt nicht mitgedacht. Was war das denn? Oh Mann. Es wird zum Beispiel Assassin's Creed in der Ego-Sicht. Die Lage ist schlecht. Könnte es in der Stadt noch schlechter stehen? Kein Zweifel. Und das hätte schon was. Das heißt, Freerunning, wenn man das so sehen würde wie Mirror's Edge, das hätte echt was. Aber ja, dann müsste man eine total gute Körpersimulation haben. Und die, das Coole bei Assassin's Creed ist ja, dass er immer ziemlich glaubwürdig an irgendwelche Simse hingreift und so. Und ja, das ist halt aus der Nahansicht schwierig. Aber das hier in Third Person? Oh, jetzt eine Blitzmine. Dann bist du drei schon los, gell? Aber die kommen da nicht in die Nähe, oder doch? Also der hier müsste eigentlich rumlaufen. Ah, da oben ist nochmal einer, der unsere Magie kaputt macht. Also jetzt, wo wir das Spiel nochmal so ein bisschen spielen, so schön ist es von der Optik und von der Welt und so, spannend ist, es hat halt wirklich, also ich kann das echt nachvollziehen, dass die Tests teilweise so ein bisschen durchwachsen, weil es hat halt einfach im Kern-Gameplay Probleme. Und so komische Macken, wo man sich so fragt, haben die das, also denen fehlt da scheinbar in bestimmten Bereichen die Erfahrung. Wo bist du? Ja. Tja, wo bist du? Da nicht. Ich finde es aber bei dem Spiel ganz schwer auszumachen, wo denn genau die Macken sind. Es gab ja auch sehr, sehr viele sehr begeisterte Reviews, die alle von wegen, wie lange gab es nicht mehr so ein cooles Schleichspiel? Und das lässt dir auch die ganze Zeit die Möglichkeit, willst du das mit Action spielen oder doch mit Vollschleichen und so? Ja, es ist ja nicht schlecht oder so. Aber es hat halt eben auch ganz klar seine Macken, seine Probleme in allen Bereichen, also egal auf welche Weise du spielen willst. Und das ist einfach, glaube ich, eine Erfahrungssache. Wenn sie jetzt nochmal ein neues machen würden, dürften. Hatte Dark Messiah aber auch übrigens. Ja. Ich weiß nicht, mich stört irgendwas an diesem. Ich finde die so schön konstruierte Welt wird irgendwie zu wenig genutzt und dafür ist dieses ganze Gameplay-Ding viel zu sehr auf Mechanik auch optisch gemünzt. So zum Beispiel mit diesem Röntgenmodus, den man aber halt auch braucht, so wie jetzt gerade. Ja. Geht halt viel kaputt. Das ist bei Batman auch so. Ja. Dann, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ich weiß nur, dass es Splinter Cell zum Beispiel das nicht hat. Kann wohl nicht mehr kämpfen. Und dass es zum Beispiel Metal Gear das auch hat. Metal Gear mit dieser Vogelperspektive, also in den früheren Teilen und immer mit diesen Ausrufezeichen, die über den Wachen auftauchen. Fußspuren und so. Ja, aber Metal Gear wollte ja diese Spielmechanik nie verstecken. Ja, aber das Spiel hätte sich vielleicht mal besser versteckt. Auch weil so viele Einblendungen und dann sehe ich immer mit dem Röntgenmodus, wo denn die ganzen Goodies sind, wo ich hin muss. Und ich weiß es nicht. Und die Welt wird mir immer nur über Bücher erzählt. Das ist ja dieses alte Bethesda-Problem. Wie auch bei den Elder Scrolls-Sachen. Ja, es ist ja schön, dass ihr mir die Welt über Bücher erzählt, aber ich will halt nicht so viele Bücher lesen. Wenn du Ratten tötest, steigt das Adrenalin an. Auch nicht schlecht. Aber okay, wir wollen nicht zu viel schimpfen. Nee, aber also wie gesagt, das ist ja auch nur... Weil halt manche das dann doch sehr über den Klee gelobt haben, das Spiel, und so nett das ist, aber man kann nicht die Augen verschließen davor, wenn es Probleme gibt. Ich glaube, dass man kann ja auch sehr viel Interface hier abschalten und auch sehr viele Hilfsmittel abschalten. Ich glaube, dass es... Wenn man sehr konzentriert auf schwer und auf Vollstealth spielt, dass es dann schon nochmal ein ganz anderes Spiel ist. Aber wer will das schon?
ihr wahrscheinlich, die ihr jetzt gerade kommentiert, natürlich nur so macht es Spaß. Ja, aber selbst dann sind ja solche Probleme drin, wie warum ist der eine jetzt so unfassbar immun gegen diese Betäubungspfeile und so ein Zeug. Also hast du jetzt alle Runen eigentlich schon? Ja, da hinten, da oben. Eine fehlt noch, genau. Ja. Jawohl. Das ist halt eigentlich auch ein viel zu überpowertes Ding. Ja, das ist die Betäubungsbombe in der Dishonored. Aus Assassin's Creed Revelations. Ach komm, schmeiß dir dahin, killt den ganzen Trupp. Hat er nicht gesehen. Ja, natürlich. Boah, das sind aber echt noch mal eine Menge. Komme ich da nicht irgendwie anders rein? Aber ich komme doch da. Was ich jetzt gerade mache. Ich finde zum Beispiel Deus Ex Human Revolution hat dieses Problem nicht so. Das habe ich ja nur bis zur zweiten Stadt gespielt. Okay. Und mir war das ja zu tot. Ja. Spiel. Verstehe ich, aber rein vom Gameplay finde ich das irgendwie ausgegorener. Da hat man eher das Gefühl, dass man Dinge entdeckt und dann auch mal so ein Stadtbezirk dann auf einmal im Kopf hat und da gehe ich hier nochmal hin und da nochmal hin und auch das Stealth ist ein bisschen anders. Gut ist halt auch Third Person, wenn du dich hinter den Covern bewegst. Ja, aber die Stadtbezirke fühlten sich halt so unglaublich unecht an. Boah. Fühlen die sich hier nicht so viel echter an? Ja, zu einem gewissen Grad schon. Da ist halt nicht so viel Bevölkerung. Das ist, dass Abtrünnige seit Beginn der Seuche mehr Knochenartefakte gestohlen haben. Der Hals da ist. Achso, ich dachte, der hat jetzt gar nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. Können wir denn eigentlich schon runenmäßig? Was würdest du denn gern machen? Ja, die Zeit anhalten. Na, das reicht ja, noch lange. Noch drei. Das war ja auch im Hauptspiel so eine Möglichkeit. Zeit anhalten, um jemanden rumgehen. Mhm. Und dann konnte er halt nichts machen. Den Aufseher musst du töten, oder? Bin ich jetzt im Schatten, oder? Genug. Wir haben keine Zeit für unnütze Spekulationen. Ja, das... Da kommt der Boss persönlich. Tja. Jetzt ist aber nochmal Action angesagt. Na geil, halt einer mit so einem blöden Leierkasten. Hä? So, nimm doch mal dem Jum seine Dokumente. Warte mal. Und da oben ist auch gleich die Rune. Wie
kam es denn, dass Billy jetzt da auf einmal wieder... Hast du den nicht beschworen? Nee. Okay. Also, nicht, dass es jetzt irgendwie aktiv... Ach, hier oben wäre auch nochmal ein Eingang gewesen. Ja, danke. Hinter dir? Ach so, ja. Da ist er. Aufseher Pike, ich habe das Handelsgebäude unter unsere Kontrolle gebracht. Ein zeitweiliges Hauptquartier befindet sich in einem Gebäude in der Nähe. Meine Männer befassen sich gerade mit etlichen Gefangenen, was sehr informativ sein dürfte. Unser Sieg ist vollkommen. Wir haben den Gegner überrascht. Die Pläne für einen größeren koordinierten Angriff waren offensichtlich nicht nötig. Ich bin sicher, dass Dowd bald hier auftauchen wird und wir ihn dann in unsere Gewalt bringen werden. Aufseher Leonard Hume. Tja, haben wir uns getäuscht? Und nun? Befiehl den Gegenangriff. Aha. Dein Assassine. Dowds Tagebuch. Dann geht es ein bisschen um Delilah. Und um Billy. Ah, Billy. Wie gesagt, haltet euch einfach das Video an der Stelle kurz an, lest euch das durch. Ich glaube, ich mache das auch nach der Aufnahme nochmal in Ruhe. Bestimmt ist Lurk die Verräterin. Wer soll es denn sonst sein? Und hier lernen wir noch ein bisschen was über Corvo. Dowds Einsichten. Ich finde, es könnte aber trotzdem noch mehr über Sachen kommen, die Dowd erzählt. Also, das kommt mir immer noch ein bisschen zu kurz. Das sieht oft echt einfach wie gemalt aus, ne? Ja, man hat aber auch nie das Gefühl, dass man jetzt jemanden anderen spielt als Corvo. Ja. Aber man hat ja auch für Corvo überhaupt gar kein Gefühl, was das für einer ist. Ich gehe mal die Etage runter. Der stumme Typ. Ja. Dowd spricht ja immerhin wenigstens, aber könnte halt auch ein bisschen mehr irgendwie mal was sagen. Er ist schwierig mit solchen Charakteren immer. Wenn generell die Videospielcharaktere sind ja, Herrgott, dann sind halt irgendwelche Leute geil auf diesen BJ Blazkowicz und dass das ja jetzt nur irgendwie ein Videospielcharakter ist. Na, vielen Dank auch. Da sind wir ja weit gekommen. Ja, der schießt nämlich die Nazis ab. Das muss reichen als Motivation. Ihre Befehle, Sir. Was sollen wir tun? Schnappt euch so viele wie möglich. Ihr Plan ist gescheitert. Berichte mir. Wir werden den Anführer des Angriffs befragen. Das ging jetzt schnell. Sehen, was er noch weiß, wenn er wieder wach ist. Die Aufseher marschieren zum überschwemmten Bezirk. Sie planen einen großen Angriff gegen uns. Aufseher Hume hat die Befehle ignoriert und früher angegriffen. Unsere Männer, die sie befreit haben, konnten die übrigen Fanatiker erledigen. Dieser Ort gehört wieder uns. Wie hat uns dieser verfluchte Aufseher gefunden? Es war mein Fehler. Ich habe Delilah gesagt, wo unser Versteck ist. Sie wollte, dass ich sie verrate. Du warst das. Aber das kann ich nicht. Dummes Kind. Du hättest ihm doch einfach nur die Kehle durchschneiden müssen. Er verdient Besseres. Es war idiotisch, auf dich zu hören. Du hast dich also entschieden. Dowd, ihr Verrat wäre der süßeste gewesen. Aber die Brickmore-Hexen werden ihr Ende so oder so herbeiführen. Sie hätten meinen Namen sofort wieder vergessen sollen. Ich denke, wir haben es doch beide gewusst, dass ich ihren Platz einnehmen würde, wenn es soweit ist. Ich war zu voreilig. Sie waren nicht so schwach. Ich dachte, ich bereue nur die Wahl meiner Verbündeten. Delilah hatte Kontakt zu den Aufsehern. Ich dachte, unter uns dreien
trifft es den Richtigen. Wir können den Fanatikern die Schuld geben. Aufseher Hume war zu voreilig. Mein Leben gehört Ihnen. Töten Sie mich oder lassen Sie mich leben. Wenn es Ihnen etwas bedeutet. Herzergreifend und erbärmlich. Wenn ich euch noch einmal sehe, dann reiße ich euer kaltes Herz heraus und ziehe euch die Haut ab. Eigentlich müsste man sie exekutieren dafür, dass die Entwickler sich offensichtlich bei ihr überhaupt keine Mühe gegeben haben, was das Gesicht angeht. Das ist ja mal die hässlichste Figur im ganzen Spiel. Ja, oder total was? Klobig und was ist denn da kaputt gegangen? Alle anderen sind total cool gemacht. Oder was die Synchronstimme angeht. Aber ja. Egal, vielleicht verschonen wir sie trotzdem. Ja, genau, wir verschonen sie. Ups! Hoppala. Kopf ab. Ich vergebe dir. Da sieht sie ganz cool Verschwinde. Aus. Verschwinde. Verlass die Stadt. Geh mir aus den Augen, Billy. Ich schenke dir dein Leben. Ja. Schwupp, das ging war schnell. Weg. Wäre mal ganz spannend zu sehen, wie die anderen Enden von dem dann gewesen wären. Ja. Es gibt noch zwei weitere Endsequenzen. Mit 8 Jahren war Billy Lurks Traumberuf Kapitän. Doch von dem Moment an, als sie dir begegnete, wollte sie Assassine werden. Sie hat dich beobachtet, von dir gelernt. Und als sie merkte, wie du schwächer wurdest, wollte sie deinen Platz einnehmen. Und jetzt? Sie humpelt zum Stadtrand, bezahlt einen Schmuggler, um die Quarantänezone zu verlassen. Wird sich noch eine Weile nach Anzeichen der Seuche absuchen. Langsam werden Angst und Trauer von ihr abfallen, die sie aus Dunwall mitgebracht hat. Sie wird sich einen neuen Namen suchen und einen neuen Zweck für ihre Fähigkeiten. Selbst wenn Dunwall niederbrennt, wird man sich irgendwo im Kaiserreich an dich erinnern. Daud, Mörder einer Kaiserin. Daud, der das Leben seiner Verräterin verschonte. Daud, der im nächsten DLC... Chaos-Faktor hoch diesmal. Na gut, oh. Okay, das... Na ja, gut. Daud, der im nächsten DLC, wolltest du sagen? Daud, der im nächsten DLC hinter den Brickmore Witches her sein wird. In der nächsten Folge, beziehungsweise in der ersten Folge vom Brickmore Witches DLC zu Dishonored. Dann auch wieder hier im Kanal. Schön, dass ihr immer noch so fleißig zuschaut. Ihr könnt ja mal reinschreiben, falls ihr den auch gespielt habt, wie die anderen Enden aussahen. Also die, wenn man irgendwie... Oh ja. Ja, halt die anderen Konsequenzen so gewählt hat. Na gut, dann vielen Dank, dass ihr mit dabei war, mit dabei. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Vielen Dank für die Mitarbeit. Ja, danke, ich gehe jetzt. Wir gehen jetzt nach Hause. Schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao.